Was? Monkey, man kann doch schon? Möppi, wir können es erklären. Wieder im Stream hier. Möppi, wir können es erklären. Ja, schon klar. Wir haben keine Hütte. Wir können keine Hütte kaputt gemacht haben. Ach, jetzt bin ich wieder ins Spiel reingetappt. So früh ist vollkommener Quatsch. Weil ich muss man kann andere Sachen kaputt machen. Aber ja, haben wir. Für das bisschen Zahn, was wir da bis jetzt gebaut haben, das ist nichts gegen die Hütte. Also haben wir die kaputt gemacht, Möppi. Nein, passiv. Wollte dich nur trollen, alles gut. Dir auch viel Spaß, wenn ob du jetzt den Stream guckst oder was anderes machst. Ob ihr es glaubt oder nicht, hier scheint gerade die Sonne. Ja, das fasst das Wetter die letzten Tage sehr gut zusammen. Was soll denn das so? Es ist komplett am Stürmen und die Welt geht unter, sodass selbst die Verbindung abbricht nach zum, also ne, mal, es war nicht meine CPU, da mein Internet war alles noch da. Das war wirklich Twitch, die Twitch-Verbindung ist abgebrochen, ne? Dass das alles abbricht und kurz danach, zack, klarer Himmel, kann die Sterne sehen. Das ist doch nicht normal, das kann man mir nicht erzählen. Warte, keine Sterne? Ah, stimmt, 19 Uhr, es ist schon dunkel. Ja. Ja, ich habe sehr gute Ahnung vom Tag. Ja, es ist inzwischen dunkel draußen, aber noch nicht ganz dunkel. So, man sieht noch so die Röte des Himmel, sage ich jetzt mal hier gerade, so die letzten, die letzten Zeichen der Sonne. Ja gut. Das ist auch bescheuert, oder? Viel Spaß beim Lurken, Schnicks. Ja, laggy ist es bei mir immer, wenn das Spiel lädt, weil dann meine CPU komischerweise hochgeht. Wie gesagt, ich musste eben auch schon einmal den PC neu starten, weil das nicht geklappt hat. Das fährt nicht auf unseren Wagen, oder? Kati, bei euch ist schon dunkel. Nee, bei uns ist es tatsächlich noch nicht ganz dunkel. Das ist tatsächlich, je weiter du im Norden von Deutschland bist, glaube ich, oder? Ich glaube ja. Trinke es einfach mal so da. Wir haben ab jetzt sowieso Wasser. Ich habe noch Echsen und Fische. Ich hab auch noch Echsen und Fische. Ich komme mal. Ich fäll hier noch einen Baum, danach komme ich mit der Ladung Stämme zurück. Ja, und danach müsste ich vielleicht auch was essen. Also danach müssen wir mit der Zubereitung für was zu essen für mich anfangen, weil ich habe dann irgendwann vielleicht Hunger. Okay, kein Thema. Okay, der Baum fällt sehr safe. Ich habe irgendwie gerade immer die Sorge, dass die Baumstämme auf den Wagen fallen. Ja, was würdest du sagen? Ich wollte gerade sagen, mein Spiel hängt. Ich guck runter. Nein, ich laufe vor einem Baumstamm. Das Spiel hängt nicht. Surprise, surprise. Ich komme mit der Wagenladung zurück, ne? Ja, kennst du das nicht, wenn der Mond der Sonne mal Hallo sagt? Wenn man so das, wenn das, wenn, wenn so, ich bin gerade so, hier ist gerade so dieser Übergang zwischen, es ist noch hell draußen und man sieht die Sterne. Ah, das ist nice, das ist sehr nice. Ich bin auch von Baumstamm gefahren gerade. Ja, aber ich habe die Ausrede, ich habe einen riesen Wagen vor mir. Und im Hintergrund sieht man halt. Und im Hintergrund sieht man dann halt diese blöden Wolken, die die eine Richtung weiterziehen, aber nach den Wolken ist nichts mehr erstmal. Ich hoffe zumindest, dass da jetzt erstmal nichts mehr kommt. Okay, das mit dem Wagen hier ist ein bisschen so langsam, also, dass schon provokant ist, um ehrlich zu sein. Interessant, dass es bei dir schwarz ist. Wie gesagt, bei mir ist es jetzt. Passt. Ja, ich fahre da hinten langsam, hin, da müssen wir da nicht mehr hin. Es wird langsam auch dunkler, also wirklich lange werde ich hier auch keinen grauen Himmel mehr haben, bald ist ja auch noch. Achso, das Reh. Okay. Was müssen wir einkesseln? Okay, warte. Wie lässt man nochmal den Wagen los? Ich rüste meinen Speer aus. Willst du deinen Speer werfen, ist die Frage. Ich mache jetzt das Feuer an, ich brate mir jetzt was zu essen. Oh, du hast, okay. Okay, 3, 2, 1, jetzt. Okay, klappt. Hat geklappt, alles gut. Wir haben mal wieder Rehfell gedupt. Ich will nicht sagen, aber man kann auch verkohltes Fleisch essen, ne? Ja, das bringt nur kaum Essen. Wir können dir einen Wachensack basteln. Ja, das bringt nur kaum Essen, aber. Ich will ja nicht sagen, aber so viel verkohltes Fleisch wie hier drin ist, das ist für mich eine ganze Ration. Da brauche ich niemals Feuer anmachen. Okay, das kann ja ruhig so bleiben. Also mein Bauch ist, finde ich ja auch nicht so schlecht. Also ich habe mich jetzt an verkohltem Fleisch tatsächlich komplett satt gegessen, ne? Man glaubt es kaum. Möppi, warte mal. Was? Wir müssen Möppi mal eben ganz kurz das
Leder gegeben. Ja, nee, warte, ich lade noch gerade hier die Bombe. Funktioniert jetzt nicht, Monkey, weil der Bot, der Bot natürlich disconnected ist, als das Wetter war. Uptime wäre jetzt aktuell 12 Minuten Tatsache nur, weil er ja zwischenzeitlich recorded hat. Aber wir sind live seit ungefähr 17 Uhr. Den Bot lasse ich jetzt auch disconnected, weil das hat keinen Sinn mit dem, falls es nochmal regnet. Ja, was denn? Ja. Ja, warte. Ich bring erst die. Ich hab grad die Hände voll. Echt? Monkey auch Ausrufezeichen Commands geht nicht, wenn der Bot nicht connected ist. Ja, das läuft ja alles über den Bot. Ist manchmal ein bisschen nicht so einfach zu verstehen, wenn man nicht selber streamt, sondern sich selbst dann ein bisschen auskennt, aber. Wie rüstet sich das denn jetzt aus, das Ding? Wo ist denn das Ding? Was muss jetzt erstmal das andere Fell noch geben? Ach so, yeah. Ihr gebt mir keinen Beutel. Okay, ich dachte, ihr gebt mir direkt einen Beutel. Was, wenn du so rumfuchtelst, kann ich das nicht nehmen. Ja, das wollte ja eigentlich auch ins Gesicht drücken, deswegen das ist. Okay, wie baue ich denn jetzt den Sack? Zwei Rehfell und ein Seil. Guck mal, hab ich sogar genau noch. So, ich brauche mal wieder Ausdauer, deswegen leg ich mir mal wieder einen Vogel drauf und kill wieder einen Vogel. Jetzt habe ich einen Sack. So bleibt's gleich. Willst du auch noch was zu essen? Ich hab noch was draufgeschmissen. Ah, du hast auch was draufgeschmissen. Okay, aber nicht so viel wieder, oder? Wie gesagt, das war gut. Okay. Fleisch eben hat gereicht. War perfekt satt. Ja, gut, ja, aber das ist halt keine effiziente Nutzung von dem Fleisch, ne? Das stimmt, effiziente Nutzung sieht immer so aus. Aber vielleicht ist es sinnvoller, dann Fleisch verkohlen zu lassen, bevor man es vergammeln lässt. Auf jeden Fall. Ich meine, zum Glück ist das Spiel nicht so realistisch und sagt, du hast jetzt ein erhöhtes Krebsrisiko, weil du verkohltes Fleisch gegessen hast. Viel Spaß. Das hätte aber auch was, ne? Muss man ja sagen, ne? Es hätte was, ja, aber diese Menge an Realismus, sehe ich gerade. Ja, nicht nur du. Ich esse mich mal einen Bärensaat. Mach das. Welche Richtung? Aber wir haben schon wieder so eine richtig schöne Holzfell-Episode gerade. Ja. Es geht. Also ja. Wir fällen schon viele Bäume, aber es geht halt, finde ich, noch. Also es war schon. War schon mal mehr. Aber es heißt nicht the Woodwork oder es heißt nicht die Holzarbeit. Der Holzarbeitssimulator 2021. Der Holzfäller-Simulator 2021. Holzfällen. Obwohl das Spiel von 2018 ist, ne? Also der Early Access ist von 2015, aber das offiziell released war 2018, glaube ich. Keine Ahnung. Da kennen sich bestimmt irgendjemand im Chat sowieso bei irgendeinem von uns besser aus. Ah, perfekt, okay. Oder kannst, so hast du das gebaut. Oder kannst googeln. Holzmichel, ja, ich wurde zum Holzmichel degradiert hier. Ich darf Holz von A nach B schleppen. Schön viele Bäume fällen. Ja, alter Holzmichel. Wir singen heute im Stream auch ziemlich viel, das finde ich auch irgendwie nicht gut. Ach was, das wird nur auf Ewigkeiten aufgezeichnet, mehr für Ewigkeiten aufgezeichnet, das ist doch kein Problem. Ich wollte gerade sagen, ist ja nur was für die Ewigkeit, ne? Das Internet vergisst nicht, ich lade es auf YouTube sowieso nochmal. Oh ja, super. Ja, ein bisschen Holzfällen. Ich frage nochmal, Kati, alles gut bei euch? Letztes Mal, als ich dich das gefragt habe, war mein Stream ja wegen dem Unwetter, was hier kurz war, leider weg. Wenigstens sieht man bei euch nicht das Gesicht dabei, das ist ein Vorteil. Das stimmt. Aber ich bin ja allgemein kategorisch gegen Facecam, also das wird's. Also noch bin ich. Also ich ändere meine Aussage, noch bin ich kategorisch dagegen. Ach, an dem Punkt war ich auch mit. Wie mal sehen, wie lange das durchhält. Ich weiß ja nicht, wie das ist. Ich habe mir halt extra eine gekauft. Ne? Ja gut, das Ding bei mir ist erstens, ich habe kein Geld, zweitens, möchte ich nicht zeigen und da ist jemand, da ist eine. Wo? Ich glaube, die läuft gerade nach. Das ist, hä, wo? Es rennt irgendwas an. Hä? Was? War ich das vielleicht? Okay, dann nehme ich einfach die Baumstämme, fäll halt keinen Baum. Etwas. Oh, da vorne ist ein Reh. Da sind zwei. Soll ich versuchen, das Reh abzuwerfen? Zwei.
Ich kill sie. Also ich kill den ersten und den zweiten. Kati, was sagst du, also wenn du noch da bist natürlich nur, ich weiß ja nicht so genau. Was sagst du zu dieser Aussicht? Ich meine, das ist doch, warte, ich muss hier jetzt mal, ich versuche hier mal, nein, okay, ich kann hier nicht hochklettern. Aua. Was ist los, Passi? Warte, ich laufe. Ich laufe. Bitte. Ich komme. Passi ist direkt bei mir. So, ich meine, die Aussicht ist doch wohl mal nice, oder? Okay, ich muss mal eben zu Passi runterlaufen und den wiederbeleben. Einer ist noch da anscheinend. Ja, genau. Einer ist noch da und bitte lockt sie von mir weg, sonst tötet sie mich. Oder ihr tötet mich, wenn ihr sie schlagt. Wo bist denn du, Passi? Hier ist aber niemand. Da bist du. Die ist weg? Noch besser. Also, Leiche zerhauen. Warte, hast du auch mal gesagt, Kati, gut, okay. Können wir schlafen? Okay, ich lasse den Holzwagen dann stehen. Wahrscheinlich können wir nicht schlafen. Wahrscheinlich noch nicht. Wir haben doch gerade erst geschlafen, oder? Ja, wir haben gerade erst geschlafen. Die Nacht müssen wir wohl durchmachen. Okay, das Stream wird ein bisschen länger. Nein, Spaß. Ja, genau, Mitty. Ich habe auch morgen absolut sonst nichts zu tun, als die ganze Zeit zu streamen. Du hast doch gesagt, wir machen die Nacht durch. Okay, es ist so dunkel, ich treffe den Baum nicht mit meinen Axt. Okay, ich muss sowieso warten, meine Ausdauer ist wieder. Deine Ausdauer ist mal wieder super? Ja. Soll vorkommen, habe ich gehört. Nicht so das Gelbe vom Ei. Warte. Lass die Yellow von weg. Ja, irgendwo habe ich doch meinen Holzwagen abgestellt. Den kannst du ja wiederholen. Also wäre ja blöd, wenn wir die Baumstämme da drauf. Ja, okay, da sind jetzt 7 Baumstämme drauf. Das heißt, es wird Zeit zu fällen. Da muss ich hin. Einfach auf den gelben Punkt zu laufen. Ist das nächste durchs Feuer gelaufen und verbrannt. Nein. Hier ist Wasser. Hier ist Wasser, ich bin auch bei. Ich hab Wasser gefunden. Wir sind auf der Insel, hier ist überall Wasser. Was? Darf ich mal sagen, dass ich, wenn ich jetzt mal so in den Himmel gucke im Spiel, ne? Dass ich den Himmel halt schon echt nice finde. Schon. So allgemein. Vor allem, auch wenn man überlegt, dass wir auf niedrigen Einstellungen jeweils spielen. Ich wollte gerade sagen, wir spielen alle auf niedrigen Einstellungen. Ich finde, das sieht dafür schon ziemlich nice aus. Ich stelle mal kurz nochmal hoch, einfach nur um zu. Einfach nur, ich brauche einfach ein bisschen flexen. Oh, guck mal, ich kann ja, ich bin Passi, ich kann auf hohen Einstellungen streamen. Ich meine, ich kann es auch, aber wahrscheinlich wird Passi eine niedrigere Bitrate eingestellt, was natürlich dann auch wieder weniger CPU frisst. Ich weiß nicht, ruckelt das jetzt? Weil wenn nein, dann kann ich es so lassen. Kann jemand einen Baumstamm abholen? Ich habe einen zu viel. Ja, kann, ich bin auf dem Wege. Achtung, warte, nicht hinlaufen, hier ist ein Reh. Achtung. Meine Ausdauer ist gerade weg. Nein, also bleib da gerade stehen, wo du bist. Okay. Kann ich mich irgendwie ducken? Ich friere. Frierst? Ja, ich bekomme Schaden. Oh, shit. Dann geh zum Feuer, Verdammt, ich habe nicht das Duken gemacht. Goddammit. Sorry. Alles gut. Macht nichts. Passiert mal. Okay, gut. Das Feuer war hier unten. Ich schlepp den Holzwagen mal. Nicht erfrieren. Passi streamt 648p 60 FPS. Ich streame 1080p 30 FPS. Ja, gut, das ist kein Wunder. Ja, gut, ich kann 1080p nicht streamen. Gut. Ah, ist dein Internet dafür zu. Also, nein, ich wüsste nicht, wie ich das einstelle. Ach so, okay. Egal was ich mache, jetzt kommen bei mir halt nur 600. Was war das? 648p 60 laut Max. Ja, bei mir kommt halt nur das an. Natürlich. Naja, gut, ist halt blöd, ne? Ach, mir ist das egal. Ich gucke ja meinen eigenen Stream und eigentlich ist mir das egal, was das ist, aber weil ich bin damit zufrieden. Also. Ich habe die CPU, beziehungsweise die Quali vom Spiel runtergestellt. Beziehungsweise ein bisschen was einstellen. Ach du Scheiße, der Wagen. Bevor ich meinen PC neu gestartet habe, vielleicht hätte ich
Was ist los, was? Vielleicht kann ich das auch wieder hoch. Ach, der Wagen hat nur einen dreifachen Sideflip gemacht. Alles normal. Lass ich das mal lieber. Also bei mir kommt gleich das Essen, gell? Also ich muss dann gleich gucken. Ich kann auch in 60 FPS streamen, ich habe mich aber dagegen entschieden, weil ich wollte eher die Auflösung da priorisieren. Und 1080p 60 FPS ist als jemand, der weder Partner noch Affiliate ist, halt blöd, weil die Leute können bei dir die Einstellungen nicht anpassen. Sprich, die Leute, die schlechtes Internet haben, können den Stream damit sehen, weil du 1080 60 FPS streamst. Ja gut, okay, das ist ärgerlich. So, mach dir kurz die Stöcke, dann ich gucke kurz, ob Essen schon da ist. Wenn nein, ne? Hab dich ganz doll lieb. Oh mein Gott, du, ich hab dich auch ganz doll lieb. Was könntest du mir nach dem Spiel zeigen? Dir gegeben? Danke. Für deine 20 Euro. Oh, das ist viel. Oh, wait. Oh, wait. Oh, danke. Danke, Louis. Einfach danke. Weißt du, in so einem Moment wäre es für die Zuschauer schon interessant, wenn du eine Facecam hättest. Wenn ich jetzt eine Facecam hätte, wollte ich gerade sagen, würde dir jetzt sehen ein Handherz, aber. Oh, wait, danke. Was ist der Schildkröte inzwischen Wasser? Nein. Nee, dann geht nur, wenn es regnet. Deswegen streamt Max in 900p. Ja, gut, das ist eine. Ich würde sagen, eine legitime Sache, das dann so zu machen. Was, wenn du mir zeigst, wie das geht, dann würde ich das auch machen, auf jeden Fall. Ja, ich kann es halt schlecht live machen, ne? Naja. Ja, jetzt sofort. Ein Spaß. Oh mein Gott, danke, Louis. Dann können wir das Zelt da fertig machen, dann können wir vielleicht schlafen. Thank you very much. Ich glaube, die Nacht ist jetzt auch nicht mehr so lange. Ich glaube, jetzt können wir auch eigentlich die Nacht durchmachen, oder? Ja, ich würde sagen, wir gehen. Also, ich gehe mal was essen. Ich weiß nicht, wie es alles geht. Ich habe gerade was gegessen. Also, okay. Aber vor Essen, ich bin gleich kurz weg. Darum sage ich auch, ich würde gerne schlafen. Weil dann kommt keine. Hab ich Stöcke? Ich habe keine Stöcke. Was gibt's denn bei dir Leckeres? Bei mir? Ja, bei dir. Oh. Und ich glaube, lass mich Pizza töten, kann ich nicht. Oh, ich trage verdorbenes Fleisch mit mir rum. Das ist nicht gut. Passi, wäre das dann okay für dich, wenn Bass und ich sozusagen weiterbauen würden einfach? Weil viel passieren, viel verpassen wirst du ja nicht. Wir fällen halt Bäume und tragen die von A nach B. Ja, ich hätte mir das Feuer nicht mal anmachen, ne? Ich weiß nicht warum. Feuerzeug alle. Nee. So. Hab ich hier eigentlich irgendwas für? Ich hab weder Köpfe, noch Stöcke, noch Arme, noch Beine. Das meint jetzt natürlich wieder euch, euren Dings, euren Ton, aber... Ja, bis gleich. Alles klar, bis gleich passiert. Lass dir schmecken. Ja. So, Möppi, kommst du mit Stöcken hier hin, damit wir dieses Nachtlager... Ich hab keine Stöcker. Ja gut, stimmt. Du hast ja auch schon gesagt, das Nachtlager bringt jetzt auch nicht so viel, weil es ist eh bald wieder Tag, glaube ich. So lange wird es nicht dauern. Ja, das denke ich auch. Aber ich kann halt die Tag-Nacht-Zyklen im Spiel hier auch nicht so mega gut einschätzen. Ja, das Problem ist, wenn Passi jetzt AFK ist, können wir jetzt sowieso nicht pennen, weil da nur 2 von 3 sind. Ja, stimmt. Das hat Passi halt irgendwie nicht bedacht. Das bringt uns also irgendwie gar nichts, wenn wir das jetzt fertig bauen. Weil wir die Nacht sowieso nicht skippen können, wenn er nicht da ist. Vor allem haben wir unseren PvE-Menschen nicht dabei. Das heißt, wir müssen uns verteidigen, Murphy. Ja, ohne Passi. Ja, toll. Ich als Passi. Ich mich verteidigen. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt, während Passi am Essen ist. Ich sag's euch. Ich meine, möglich wäre es nicht, aber naja. Lassen wir das. Was heißt möglich wäre es nicht? Das ist doch gut, wenn es nicht möglich ist. Unmöglich wäre es nicht. Ich hab verstanden. Wenn es nicht möglich wäre, dann also da wäre ich auch für. Ich hätte mal so kurz. Also, Invincibility Hack oder so, keine Ahnung. Also. Aber uns fehlen ja auch nur noch 60 Baumstämme. Je nachdem, wie lange Passi jetzt weg ist, könnten wir vielleicht sogar schon fertig sein. Und denk dran, wenn du gerade irgendwo lang gehst, diese kleinen Dinge abzuholzen für Stöcke. Ja, für Stöcke, genau. Ja. Möppi, ich komme mit dem Wagen zu dir. Jo. Und dann ich seh dich! Nett. Ja, ne? Einmal als Begrüßung lasse ich einen Baum in deine Richtung kippen. Okay, dann fällen mir schnell die Bäume und dann
Dann würde ich sagen, gehen wir eher an unsere Küstenmauer, sage ich jetzt mal. Ja, das würde ich auch sagen. Damit wir die einfach schneller wegbekommen. Ja, und wir können dann vielleicht auch ein, je nachdem wie weit wir kommen, noch weiter gucken, wo wir was hinbauen können. Ich würde schon ganz gerne probieren, einen B zu bauen. Und dann können wir vielleicht auch mal den Samenbeutel uns mal zu Genüge führen. Die Frage ist halt, also auch ein Beet, was wir mal nutzen, weil bis jetzt hatten wir ja Beete. Die wurden nur instant kaputt gemacht. Ja, oder wir hatten ein Beet, aber keine Samen, also keine Beerensamen, und haben die halt dementsprechend auch nicht benutzt. Womit lege ich drauf? Mit C. C. Gut. Ich meine, ich habe auch versucht, das Spiel hier auf Controller zu spielen. Es ist so hardcore verwirrend. Das glaube ich. War hier noch irgendwo einer? Hier lag random ein kleines Fleischstück rum. Okay. Hast du aus Versehen Vogel... Warte, ich habe mit dem Baum einen Vogel erschlagen. What the hell? Was erschlägt Vögel mit Bäumen? Guck mal, das ist Vogeljagen Next Level hier. Weißt du, mit der Axt oder mit dem Speer ist dir zu einfach. Du machst es mit Bäumen. Natürlich, natürlich. Ich habe da gerade so gedacht, hey, was liegt denn da? Hey, wieso liegt da denn Fleisch? Und dann so, oh, habe ich... Und das lag wirklich genau unter so einem Baumstumpf. Und dann so, habe ich ernsthaft einen Vogel mit einem Baum erschlagen? Ich sag ja, next Level hier. Achso, ich dachte, mein Baum fällt, aber das war dein Baum. Ja, nee, war meiner. Alles gut. Ja, weil ich hab halt aufgehört, davor zu schlagen und dachte so, was schön. Ja, Next Level Bäume fällen. Mit Nahrungssuche direkt. Bäume fällen mit integrierter Nahrungssuche. Wagen ist voll. Ja gut, dann bringe ich Kannst du noch zwei mitschleppen? Ich wollte gerade sagen, schleppe ich zwei mit. Ich glaube, in der Zeit, in der ich den Wagen hier schieb, kann es... Ah, nee, man kann mit dem Wagen auch sprinten, gut zu wissen.